Wir haben hier ein sehr schnell aufzubauendes Familienzelt, nämlich die Kido Quick Villa Pro. Und ob sie wirklich so schnell aufzubauen ist und eine sehr, sehr detaillierte Aufbauanleitung, das gibt's jetzt. Dann würde ich sagen, das Erste, was wir machen, packen wir aus. Ja. Ich habe so gedacht, dass man das aus dem Sack so rausrollt. Dass der Sack so rausrollt. Tja. Oder ich glaube, verkehrt herum haben wir es gemacht, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube, man rollt in die andere Richtung raus. Was ist da drinnen? Das ist einmal Reparatursticker. Dann hier ein Netz zum Einhängen. Hier ein paar Stangen. Hier ist eine Aufbauanleitung drinnen. Okay, Aufbauanleitung. Die haben wir auch. Ja, werden wir ja hoffentlich ohne Aufbauanleitung schaffen, oder? Das glaube ich nicht. So, hier haben wir dann so Verschlüsse zum Öffnen. Links, rechts. So. Ah, so. So, hier mittendrin eingepackt, das ist das Oberzelt, das was noch oben drüber kommt, die Plane. Also ich kenne mich da gar nicht mal aus. Und das hier müsste das Grundzelt selbst sein. Ah, da, wo das Tempel drinnen ist. Genau, und klapp's aus. So nach außen. Aufklappen. Der Lagen. Okay. Außerdem ebenfalls drinnen so ein Sack mit Heringen. Okay, da ist irgend so ein Griff noch drinnen. Keine Ahnung. Die Heringe sind richtig cool, die machen einen stabilen Eindruck. Schauen wir mal, ob das auch wirklich dann was ist. Hier da. Meine auch? Ja, ja, du kannst auch deine ausklappen. Jetzt kommt es einfach aus. So. Einfach einmal ausklappen, nach hinten klappen wir einfach. Okay. Einfach nach hinten klappen, schätze ich. So, jetzt wird es spannend, denn jetzt werden wir das Ganze aufbauen und das müsste ganz einfach funktionieren. Nämlich hier. Ah. Einmal ausziehen, bis das einrastet. Ich helfe mir jetzt. Hier einmal dasselbe. Das wird nicht passieren, oder? Und hier noch einmal. Aber da ist es rausgegangen. Was? Da. So. So, und dasselbe funktioniert dann hier. Nach oben. Oh Gott. Ich bin richtig froh. Einmal. So, der erste Aufbau geht wirklich schnell, wenn man das einmal gemacht hat. Jetzt wird es aber eher kompliziert, sage ich einmal, denn jetzt heißt es rundherum einmal die ganzen Heringe. Dann, was auch komisch ist, ist, dass da hinten so ein Bereich ist, der wahrscheinlich nur mit Heringen abgezurrt gehört. Aber das machen wir gleich als nächstes. So, wir werden jetzt im nächsten Schritt einmal diese Stangen hier zusammenbauen. Das sind eh die klassischen Zeltstangen, die man einfach zusammensteckt und fertig. Die sind mit einem Gummiband verbunden und steckt man einfach rein. Ja. Wir haben zwar noch keine Ahnung, wo die alle hingehören, aber wir werden es rausfinden. Gell? Das hier, glaube ich, gehört vorne hin oder gehört das hinten hin? Gut.
Also mit dieser Stange bin ich mir nicht sicher, ob das so stimmt. Und aus der Anleitung kann man das auch schwer herauslesen. Okay, ich gehe noch einmal Anleitung studieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn man die richtige Stange nehmen würde, dann wäre es natürlich einfach, aber es ist halt leider nichts beschrieben. So macht das Ganze um einiges mehr Sinn, logischerweise. Und ja, jetzt haben wir nur noch das hier, das kann man dann hier runter abspannen. Das werden wir auch gleich machen. Sebastian, du bringst mir bitte einen Hering. Das ist dafür gedacht. Und da ist jetzt ein Loch im Feld, oder was? Hm? Da ist jetzt ein Loch im Feld. So, das sogenannte Fleischib, das haben wir hier aufgelegt. Und das muss jetzt über das Zelt drüber. So, das wird lustig. Das heißt, wir fangen hier einmal an. Geben das einmal da hoch, so gut was geht. Weiter. Ja, wir müssen oben drüber. Wir müssen das vorher, siehst du hier, das hat überall so Punkte. Und das gehört auf die Punkte jetzt ausgerichtet. Und dann geht es da einfach reingeknickt. Da oben irgendwo. So, und hier kann man das irgendwo dann festzurren. Gell? Okay, das war eine Seite. Und jetzt machen wir die anderen Seiten noch schon, ja? Und das kann man dann hier an den Stangen einfach einklipsen. Kann ich schon eine nehmen? Warte noch, zuerst machen wir. Also diese Klipsel sind auch sehr. Gingen auch schwierig da, diese Klipsel. Aber ist okay. Und jetzt kann man das Fleisch von oben hier an der Stange einhängen einfach. Beziehungsweise hier dann noch zum Abspannen. Hier auch zum Abspannen das Fleisch und auch zum Einhängen. Kann man es auch einhängen? Und jetzt ist die Kamera umgefallen. Das geht ja raste jetzt. Das geht ja raste. So klappt es. Das ist ein bisschen raste. So, und dann gibt es hier noch so Klettverschlüsse, mit denen man auch das ganze Plane hier am Zelt festmacht. Kann ich auch machen? Ja, kannst du machen. Einmal. Dann werden wir das jetzt einmal da so noch vorspannen. Da braucht man sonst nicht Platz. Ja, gell? Stehst mit dem Kamerabild, Schatz. Geht's bitte zur Seite, bitte. Seht die Kamera auf mich? Mhm. Ja, oder? Ja. Das hier wird einfach wieder der Hering hier noch festgestanden. Ja, ja. Ja, und das war's mit dem Aufbau der Kido Quick Villa Pro. Quick ist allerdings wirklich nur das Innenleben, das ist ganz, ganz schnell aufgebaut. Der Rest hat jetzt sicher, ich habe keine Ahnung wie lange, aber sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube aber, dass es einfach nur eine Übungssache ist. War unser erstes Mal, das zweite Mal wird sicher schneller gehen, drittes Mal noch schneller. Und je öfter man das übt, dann wahrscheinlich hat man das in 20 Minuten fertig. Ja, dann würde ich sagen, Schuhe aus und ab ins Zelt. Ja. So, dieser Reißverschluss hier, dieser Eingang, fangen wir mit dem doch gleich einmal an am besten.
Der hat genau zwei Reißverschlüsse. Und zwar einmal hier innen einen. Hier einen weiteren Reißverschluss, den man aufmachen kann. So, und zwar hat man dann hier so eine richtig schöne große Aussicht raus mit Moskitonetz, sodass keine Viecher rein können, sodass Luft rein kann. Das kann man da unten natürlich festmachen. Und ja, was? Wie kommt man dann raus? Naja, wie kommt man raus? Da unten in der Ecke ist der Reißverschluss zum Rausgehen. Genau. Wow. Ja? Oha. So, dann gibt es hier ebenfalls ein Fenster auf dieser Seite. So, einmal, zweimal. Und hier mit einem Klettverschluss. So. Kann man natürlich auch schön festmachen. Das macht man dann einfach, das rollt man dann einfach zusammen. Rollt man zusammen und kann es dann da hinten verstecken, sozusagen, zum Beispiel. Wow. Schönes offenes Fenster. Ich auch noch einen Reißverschluss. Und hier drüben ist auch ein Reißverschluss. Genau, da kannst du auch aufmachen. So, der Klettverschluss, genau. Auch auf dieser Seite einfach zusammenrollen und da hinten reinstecken. Genau. So, aber lass es hängen jetzt, ist egal. Genau. So, und hier oben, schaut her, da ist noch einmal ein Reißverschluss. So. Das kann man auch dann, halte mal kurz, das kann man dann hier zusammenrollen. Und hier oben einfach festmachen mit dem Ding da. Genau, das kommt einfach da durch die Schlaufe. So, und hält es dann fest hier oben. So, kann man natürlich hier und hier noch rauf machen. Ja. Und wenn ihr schaut, hier oben ist gegen den Regen extra ein fixes Plastik eingebaut. Und ansonsten hier rundherum wirklich mega, mega viel Luft sozusagen, die hier durchzirkulieren kann. Also es ist von der Größe her, ist das Zelt echt ein Traum. Es ist für 5 Personen angegeben. Es müsste für uns perfekt passen. Und so, wenn hier alles offen ist, zieht die Luft durch, weil das ist schon angenehm hier drinnen. Ansonsten natürlich, wenn alles zu ist, dann staut sich die Luft drinnen. Was wir ja nicht wollen. Gut, dann unten in der Ecke. Hier in der Ecke kann man dann Stromkabel durchgeben, damit wir auch einen Strom im Zelt haben. Und dann haben wir hier eine abtrennbare Kabine. Wir nutzen das aber nicht, das Abtrennen. Was wir vielleicht nutzen werden, sind die Fenster da, weil da sind auch Fenster. Das schauen wir uns dann von innen an. Wir gehen einmal in die Schlafkabine rein. In der Schlafkabine selbst. Sebastian, du hältst einmal und filmst kurz. Gibt es dann hier oben kein Fenster, sondern das ist zum Lüften. Kann man auch hochklappen, da ist ein Moskitonetz. Und da unten, ich zeig's euch, da unten ist da sieht man die frische Luft draußen, da oben abgedeckt. Das heißt, zum Durchlüften vom Zelt werden wir das wahrscheinlich immer offen haben. Und außerdem gibt es auch hier unten, das kann man nach außen abspannen, ein Moskitonetz, sodass man hier auch frische Luft reinbekommt. Hier herinnen gibt es dann außerdem einmal rechts und einmal links so kleine Taschen, wo man sich einfach irgendwelche Dinge reingeben kann. Handy oder so. Ja, Handy, Tablet oder da sonst irgendwas. Gibst du da dein Handy rein? Genau. So, und hier gibt es dann
so kleine Fenster und ich glaube, die werden wir vielleicht auch nutzen. Haltest du mal? Ja. So, schaut's her. Einmal, zweimal, wieder mit Klettverschluss. Hier zum Zusammenmachen natürlich wieder. So ein Fensterchen, wo man dann einfach wieder den Blick nach vorne hat. Das heißt, wenn wir auf einem Campingplatz sind, dann macht man zum Beispiel da vorne dicht, lässt hier links und rechts offen, lässt hier offen. Man bekommt ein schönes, schöne Durchluft rein und das könnte ich mir ganz, ganz angenehm vorstellen. Das Zelt finde ich wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Genauso habe ich mir es vorgestellt. Was ich im Moment noch weniger cool finde, ist die Vorstellung, dass wir das Ding jeden Tag auf- und abbauen müssen auf unserem 1000 Kilometer Fahrradtour. Aber auch das werden wir schaffen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir haben es jetzt nicht überall abgespannt, wenn man das Ding dann überall gut abspannt, ist sicher richtig cool. Da oben ist noch eine kleine Schleife, habe ich gerade gesehen, um vielleicht irgendeine kleine Lampe oder so aufzuhängen. Dasselbe wahrscheinlich wird es auch da draußen geben, oder? Schauen wir mal. Was kugelst du da herum? So. Ja, hier gibt es so kleine Schleife, um irgendwie eine Lampe aufzuhängen. Hier genauso. Eher hier wahrscheinlich kann man dann eine kleine Lampe aufhängen und solche Sachen. Hier sind eigentlich überall solche Schleifen, um sich wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Schnüre zu spannen und irgendwas aufhängen zu können. Auch nicht schlecht. Ja, und recht viel mehr gibt es in diesem Video auch gar nicht zu sehen. Wir wollten euch einfach unser neues Zelt einmal zeigen. Und ja, in diesem Sinne, lieber Sebastian. Abonniert den Kanal und verprügelt den Like-Button und ciao, Kakao!